Oh, wir kommen da. Das bin ich. Komm mal. Da kommt Peter. Da kommt Peter. Ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Muss ich erstmal aufwachen. Peter ist falsche da. Taste. Hi, Peter. Erstmal klatschen. Yay! Komm, klatschen wir erstmal. Hey! Hier, komm. Oh, schön, schön, dass ihr alle da seid. Hier ist wahrscheinlich kein guter Punkt, um einfach mal dumm rumzustehen. Du hast so einen Riot-Helm auf. So einen Krisenhelm. Ja, und eine Maske. Und einen ganz furchtbaren Raincoat, den ich unbedingt mal wechseln muss. Yay! Signalfarben wow. 3000 hier gerade. Ah, Peter, ich habe eine Überraschung für dich übrigens, oder? Knallen Abzug. Gefesselt? Nee. Sollte gleich vom Boden auftauchen. Tobi, hast du noch Munition für die SKS? Sonst kann ich dir was geben. Ich hab leider... Achso, du willst mir was geben? Ich kann dir was geben, ja. Wenn ich müsste eigentlich auf dem Boden gleich auftauchen, Jungs. 20, 40, 60... Ah, das reicht schon für dich. 75, wie das reicht für mich, ey. Ja, wie viel willst du denn schießen? Viel mehr habe ich auch nicht. Hast 75 du denn noch einen PU-Scope? Nee, ja, Peter. Leider nicht. Oh. Da hättest du mal dran denken sollen. Ja, ich habe ein Cleaning-Kit, wenn du eins brauchst. Ja, habe ich auch. Habe ich noch nie benutzt, zugegebenermaßen. Bringt das was? Auch nicht. Christian hat es einmal benutzt und das hat seine Waffe von Pristine auf Warn umgestellt. Was für ein Dings? Was für ein Kit? Ein Weapon Cleaning Kit. Das ist dieser so, okay. Holzkasten. Kann man schon mal die Waffe falsch sauer machen. Ah, jetzt ist es da. Hier, da wo ich bin. Da, direkt da unten. Ach, das Bajonett. Ah, ja, super, genau. Cool. Bringt mir das wirklich was eigentlich oder macht das einfach nur meine Waffe viel länger? Macht die Waffe länger und du kannst Dosen damit öffnen. Ha? Ist da was? Ja, ich habe allerdings auch einen Can-Opener, möchte ich mal kurz anmerken. Ja, aber jetzt hast du einen an deiner Waffe. Ja, ich glaube, Tobi hat mir das weggesnackt. Meins war ruiniert. Ah, schön. Warte, Peter, ich krieg wieder zurück. Nee. Gerade habe ich noch eine Frage. Ich will das gar nicht. Da ist es. Hier ist es. Guck hier, liegt es. Das ist tatsächlich da. Das ist eine schöne ruinierte Bajonett. Kannst du dir mal in deinen Hintern schieben? Nee, das hab ich auf den Boden gelegt. Auf nach Krasnostav. Da hatte ich mit meinem Charakter hier den ersten großen Fight. Ja, hier hatte ich gestern auch einen mit Dave und mit Lucky. Pro Sniper Lucky und Ultra Dave. Keiner hat von denen hat was getroffen. Aber im Endeffekt waren alle tot. Hast du welche erschossen? Ja, alle. Das war ganz praktisch bei mir. Da war eine Dreiertruppe unterwegs. Ich habe einen getötet, habe mich versucht zu verpissen und dann kam auf einmal ein Verrückter mit einer Shotgun an, hat rumgeballert. Und dann haben die den gekillt und dann konnte ich noch in Ruhe die beiden anderen wegholen. Das war echt entspannt. Weil die gedacht haben, du bist das, wa? Und so gut habe ich mich ehrlich gesagt in der See noch nie gefühlt. Ah, das ist ein schönes Gefühl. Dann hast du dein erstes richtiges Daisy-Feuergefecht-Erlebnis hinter dir. Das Schöne ist, danach habe ich noch zwei getötet. Tobi, dein Rucksack ist auch im Arsch. Nimm mal so nebenbei. Warte. Warst du hier drin, Daniel? Genau darum geht's, weil da ist ein Rucksack für Tobi drin. Ja. Ah, okay. Der ist put. Okay, dann kommen wir vorne hin. War da gerade oben jemand? Ich hoffe nicht. Hallo, Mann da oben. Komm hier rein. Ist das echt einer? Nee, aber. Ich wollte mal sicher gehen. Ich sehe Phantome. Komm, Tobi, hier liegt der Rucksack. Unten? Mhm. Ah. Dankeschön. So, schnell das umpacken. Nach dem neuesten Patch sind auch, glaube ich, ziemlich sicher alle Sachen, die Ruins sind, komplett nicht zu benutzen, oder? Quasi, ja. Außer Rucksäcke aus irgendeinem Grund. Die können immer noch benutzen. Ach, falls du übrigens noch M4-Munition brauchst, ich habe noch ein bisschen. Okay. Ich habe beispielsweise ein 40er-Magazin. Also ein richtig großes. Ich habe ein 60er. Das ist nice. Ah, du hast ein 60er? Mhm. So ein Doppelding. Ach du Heilige. Okay, alles klar. Ah, nett, Peter, dass du mir deinen Mister geben möchtest, ja? Den nicht mehr brauchst. Jetzt echt versucht, den Scheiß wegzuwerfen. Oh, ich habe übrigens mal echt meinen Rucksack voll. Oh, ich habe die M4 schwarz angemalt. Oh mein Gott. Ja, werf ich den Scheiß weg. Hast du? Ja, warte mal. Kann man da auch Tarn drauf machen? Oh, jetzt ist sie grün. Hat bei mir übrigens letztens nicht funktioniert bei der Waffe, die ich hatte. Ich weiß aber nicht, ob es schon die SKS war. Die SKS, ja, da funktioniert das nicht. Ja, okay. Oh, guck mal, Tobi, wie ist jetzt grün. Mit der Sprühdose oder wie? Guck mal. Ah, jetzt ist ein Tarn, so ein mehr oder weniger Tarn-Modus quasi. Warte, guck mir jetzt sofort an.
Mega gutes Teil, was ich mir zusammen geklaut habe. Soll ich mir her die Hütte? Das ist geklaut, das war fair erkämpft. Das stimmt natürlich. Ah, jo. Oh, shit. Aber guck mal, die sieht nicht komplett grün aus, ne? Da sind auch ein paar Sachen, also an den Ecken und Kanten, dass du halt nicht alles vollgesprüht hast. Hallo, guck mal jetzt. Ist aber nicht nach deutscher Qualität da. Ist ja auch eine amerikanische Waffe, ne? Aber du hast gesprayt. Und jetzt, guck mal, jetzt ist schwarz. Oh. Ja. Schwarz sieht besser aus. Ja. Okay. Oh, hier ist ein Ärztekoffer. Eine Ärztestation. Ach, apropos, habt ihr den Leuten da eigentlich Blut abgesaugt? Weil mir geht's nicht mehr so unfassbar genial. Okay. Nee, aber ein bisschen healthy? Nee. Ja, dann musst du einfach nur ein bisschen essen und trinken und das geht eigentlich recht fix. Wir sind gerade irgendwie, na, 10 Minuten rumgelaufen oder so und dann waren wir wieder voll. Hydrated bin ich auf jeden Fall. Bist du auch energized? Nee, das gerade nicht. Da bin ich, Daniel. Ich bin beides. Gibt's denn noch healthy? Ja, es gibt healthy, sobald du energized bist und hydrated und, ja, und, Aber das hatte ich auf jeden Fall, dann stand aber nicht healthy. Ja, warte mal, wir können ja vorne mal in die, in diese komische Halle da gehen mit den blauen Türen. Dann gebe ich dir meine Soda, dann bist du auf jeden Fall wieder energized danach, weil... Ich bin energized und hydrated jetzt gerade. Ah, okay. Dann musst du jetzt einfach nur was essen, also Bohnen oder Sardinen oder was auch immer. Und scheiß Tobi, ich kann mich immer darauf verlassen, dass du hinter mir bist, wenn ich irgendwo herlaufe. Das habe ich so vermisst, ne? Dave habe ich ständig verloren. Also, beziehungsweise ich bin Dave ständig weggelaufen. Zum Beispiel... Ich kenne niemanden. Zum Beispiel... Peter ist zum Beispiel gerade weg. Ja, ich bin gar nicht in diesen komischen Raum da reingelaufen. Ich bin vorne in so einer Tanne stehen geblieben. Seid ihr jetzt schon weitergerannt? Ja, wir sind unten an der... an so einer Halle. Ja, hättest du mal die Follow... hättest du mal die Follow-Funktion gemacht. Ja, Tobi hat so eine Follow-Funktion. Ja. Gibt es nämlich. Einfach nur aufmerksam sein. Badums. Badum. Aber Peter will ja nicht aufmerksam sein. Wo ist der? Ich bin tatsächlich noch nie healthy gewesen. Ja, ich esse jetzt sogar noch so eine Runde. Ich bin immer noch in der Nähe vom Polizeigebäude. Ah. Als ob hier einer mit Münzen geklimpert hat gerade. Das war echt, das war echt. Huch, jetzt habe ich... Ach, guck mal, ich habe die Waffen... Die Taschenlampe von der Waffe in der Hand. Guck mal. Lol. Piu, 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 piu. Guck mal, turn on. Was ist das hier? Man sieht's nicht. Ah, Handschellen, die können wir mal mitnehmen. Hm, stimmt. Haben wir vielleicht Nutzen für. Ja, die sind worn. Naja, gut. Ach, völlig egal. Daniel, warte. Okay, ich guck grad nicht. Möchtest du mich jetzt heimlich fesseln? Nee. Bin gleich wieder da. Manchmal bin ich auch ein Schussel, ne? Hast du Peter vergessen? Nicht Peter. Hast du vergessen, den Rucksack umzuräumen? Wow. Vielleicht. Gut, dass ich dich schon so gut kenne. Ich wollte eigentlich nur mal gucken, ob da noch was Neues gespawnt ist. Und da hast du plötzlich den Rucksack nicht umgeräumt. Oh, wow. Warte, warte. Umgeräumt schon. Nur meinen alten habe ich noch auf. Oh Gott. Das ist auf jeden Fall nochmal eine komplett neue Liga, in der du gerade spielst. Und ich dachte schon, das ist alles verlernt. Ich dachte, wir haben so einen neuen Tobi. Ich hab den anderen vollgeräumt und auf dem Boden liegen lassen. Oh Mann. Scheiße. Wo bist du, Rucksack? Da liegst du. Da liegen die anderen Sachen auch noch neben. Wie viel muss ich denn da noch essen, ey? Ich habe jetzt eine komplette Tuna-Can gegessen. Ja, also 3-4 Tuna-Cans. Ach so. Ja. Für was denn, Daniel? Für was muss er jetzt so viel essen? Für den Healthy-Status, damit er wieder gesund ist und sich Blut regeneriert über die Zeit. Also ich bin hydrated und healthy. Okay, dann musst du nur ein bisschen, Soda trinken, Tobi, damit du energized wirst. Oder halt andere energiereiche Nahrung. Ich bin also hydriert. Das ist richtig, dass ich jetzt Soda trinken muss, ja? Ja, du, ja, auch wenn du hydriert bist, kannst du auch Soda trinken, ja? Ich glaube, Soda enthält besonders viel Energie. Halt Zucker, ne? So, erklär mir, was passiert ist. Ich war im... Also du warst ja nicht da. Tobi und ich sind allerdings vor dir da gewesen und wir sind schon mal Richtung Erfurt gelaufen nach dem Server Restart. Wir haben zwei Leute gesehen, wie sie in das Polizeigebäude reingelaufen sind und dann haben wir auf dich gewartet, weil wir, naja, gutes Videomaterial erzeugen wollen. Haben uns versteckt, die Leute sind aus dem Polizeigebäude raus in den AT... Nee, wie heißt das? ATV mit 4 Rädern, genau. Nee, Air Tower Control, ATC. ATC, genau. Und da sind die, glaube ich, immer noch drin. Ja, Tobi, kannst du eine Scheibe von abschneiden, ne? Aber ganz schön präzise.
Habe ich ja auch Peter per WhatsApp gerade geschrieben, da hat er abgelesen. Wo seid ihr denn gerade, dummerweise? Wir stehen total behindert hinter so einem orangenen Busch und... Dauert viel zu lange, Peter. Und total sneaky. Sind die noch im ATV? Fahren die noch rum? Ja, die fahren noch rum, Daniel. Okay, laut unseren Informationen schon, ja. Okay, wir sind am Zaun, genau vom ATC. Okay, alles klar. Ich komme jetzt nämlich da... Da oben ist einer. Tobi, geh mal nach rechts. Der sieht dich sonst. Ich bin jetzt an dem Zaun, okay? Also gleich, so ja. 2-3 Sekunden. Ihr seht mich sicherlich. Wir sind im Busch. Ja, ich seh, Leute, da steht ihr. Nice. Okay, ja, soll ich vorgehen? Soll ich like a Daniel wieder da hingehen und... Ja, warte, du bist auch nur ein Mensch. Nee, warte mal. Das Ding ist, wir müssen uns verteilen. Wir stehen auf einem Punkt hier ein bisschen, oder? Okay, ich gehe hier... Ja, du stehst zumindest genau da, wo ich hingelaufen bin. Ich gehe jetzt hier vorne durch, so. Ich bin jetzt auf dem Feld. Also auf den... Sind die noch drinne? Ah, muss... Okay, dann pass auf, stell ich mich hier unten am ATC. Oder die sind über die Leiter geklettert. Die Leiter können wir nicht einsehen. Da sind Zombie draußen. Die sind nicht über die Leiter geklettert. Die müssen noch im ATV sein. Okay, ich bin unterhalb. Also ich könnte jetzt die Tür... Oh, warte mal, da läuft ein Zombie. Ein. Der läuft auf dich zu. Oh, sehr gut. Mann. Ja, okay, dann ich beschäftige mich mit dem Zombie. Und lauf um den ATC rum. Oh, der ist im Eingangsbereich. Hallo, mein Freund! Hörst du uns? Hörst du uns? Hallo? Ich sehe dich! Siehst du mich? Tobi, meinte mit denen, du bist näher dran. Sag ihm, dass er sich ergeben soll. Ergib dich! Du musst dich ergeben, weil wir sind mehrere Leute. Wir haben den ATC umstellt. Wir wollen nur ein bisschen mit euch reden, wenn das okay ist. Hier draußen sind Untote und bewaffnete Männer. Um genau zu sein, sind wir 6. Ja, plus 8 Zombies circa. Geteilt durch 2. Hallo! So, guck mal, ich komm noch mal näher, weil gerade eben hast du ja nicht reagiert auf das, was mein Kollege dir gesagt hat. Hörst du uns denn? Hallo! Do you speak German? Hello! Hey, you guys out there are friendly? Yes, we are friendly, hello! You don't speak German, right? Hello? Muss die Zombies abschießen, Daniel. Ja, die Zombies. The shooting is because of the zombies. Please don't be scared, hab ich nicht. Okay, ich guys? Nicht Guys, hello. Can you understand me? There's a zombie! Oh my god! Be careful! No, there's a zombie! Oh my god, kill the zombie! Schieß auf den Zombie. Ich ziel übrigens oben auf den Tower, ne? Guys? Okay, guys. Hello, can you understand me? Der meint den Typen bestimmt, der auf dem Boden lag, der nicht mehr gehen konnte. Ich werd mal reingehen zu dem. Tobi, hast du die Leiter im Blick? Ja. Okay, hi. Okay. Jungs, ich vertraue euch mal. Hi. Ich komme jetzt, ja. Hi. Okay, dann komm du halt rein. Kannst auch deine Flinte wegstecken, dann habe ich ein besseres Gefühl, wenn ich vor dir stehe. Achso, du hast 2 Waffen in der Hand, okay. Ja, folgendermaßen, wir hatten einen Kollegen. Ja, ich kann die nicht ablegen, außer dass ich da ganz auf dem... Kein Ding. Was hast du gesagt, sorry, du bist ultra leise. Kein Problem, ihr müsst die Effekte lauter stellen. Hier, ich soll euch fragen, ob ihr vorhin einen Kollegen von euch oben in Svetloyarsk gelassen habt. Ja, hatten wir. Ist das der? Sag mir den Spielernamen. Snow White. Kannst du mich verstehen? Also, hast du verstanden? Snow White? Der hatte eine orangefarbene Jacke an. Ist das? Ja, orangefarben Raincoat. Ja, genau. Okay, der liegt oben auf dem Berg, kennt ihr den erst. Oh nein. Im Lucky erschossen, oder? Warum habt ihr Lucky erschossen? Der war super friendly. Nein, die haben den nicht erschossen, der lebt. Wir sind hier mit dem hier unterwegs. Ach so, okay. Habt ihr den zufälligerweise in-game getroffen, oder wie läuft das? Ja, wir haben in Svetloyarsk sind wir auf den getroffen und ich habe einen Kollegen im TS, der hockt oben mit dem auf dem Berg und die scopen hier gerade runter und decken jetzt den Rücken. Ach was, okay, das ist ja cool. Ach Gott, ihr habt aber nichts mit, Moment mal, mit Mo oder so zu tun, oder? Wo bewegen sich alle? Ich geh bloß raus und guck mal hier, ob hier noch einer rumdümpelt. Nee, schon gut. Draußen rum. Wow, was ist hier im Vier in der Hand? Oh mein Gott, Panik! So, da kommt zwei den Berg runter. Keine Angst. Ernst? Okay. Ja. Also die sind friendly, Peter, du kannst hier hinkommen. Also die arbeiten mit Lucky zusammen, ich glaube nicht, dass die auf uns schießen.
Ja, aber wenn jetzt zwei den Berg runterkommen, ich weiß nicht, ob das ist ja Lucky. Das ist Lucky und sein Kollege, die gehören zusammen. Die haben also uns gerade so. Dass man hier mit den Spielern trifft, ist ja krass, ey. Hatte ich sonst noch nicht. Ja. Wir waren vorhin in einer Gruppe von 6 Leuten unterwegs, die wir alle unterwegs auch gegabelt haben. Das ist unser Freund übrigens, den ihr da durch die Scheibe seht. Keine Sorge. Einer unserer 6 Leute, geteilt durch 2. Alles klar. Ja, Lucky, so, die sind auf der Dings hier, auf der Flugbahn. Ich bin es auch nicht gewohnt. Normalerweise kenne ich das, dass ich, wenn ich auf andere Spieler treffe, sofort tot bin. Ich grüße euch. Ich grüße euch. Hallo. Seid ihr auch gegrüßt? Ja, ich kenne das, by the way. Normalerweise sehe ich das auch so, wenn ich andere Spieler treffe, tot. Aber wir machen mal was anderes. Applaus. Hast du dich umbenannt, Peter? Das haben wir heute auch schon bemerkt. Hi, Lucky. Hallo! So sieht man sich wieder. Warum hast du keine Hose an? Hübsche Panties. Grüß Gott! Ach Gott. Fuck, er hat keine Hose an. Ja, Lucky, schön, dass du noch ein paar friendly Leute zusammengeklabastert hast. war auf jeden Fall ein interessantes Gespräch. Ich habe mich in der Stadt vorhin getroffen, als ihr weggegangen seid. Ein paar Minuten danach. Nein. Oh, habt ihr denn wenigstens noch Morphin gefunden für den guten Mo, der da am Boden lag? Nee, den guten. Ah, Mo hieß er. Den haben wir auch nicht mehr gesehen. Oh. Wir waren nur am Stadtrand. Okay. Ach Mensch. Ja, ne? So klein ist die Welt. So klein ist die Welt. Schön, Lucky, dass du wieder da bist. Zuerst dachten übrigens, die haben mich umgebracht. Aber im Endeffekt war es ja nur... Ja? Die hatten so komisch gefragt, die beiden Jungs hier. So als wenn die dich umgebracht hätten. Okay. Und ich war ganz verwirrt. Ja. Nee. Oh. Wir laufen schon die ganze Zeit hier zusammen rum. Ja, war's. Die war's. Ach so, ich habe die ganze Zeit mich gefragt, woher dieser Ton kommt. Irgendjemand hat so ein fürchterliches Mikrofon, wo es so laut piept. Ja. Habt ihr zufälligerweise noch einen PU-Scope? Ja, ich habe gerade ein System bekommen. Tatsächlich? Wo liegt eins? Also ich habe so eine Enten hier. Wo liegt eins? Stimmt, im ATV hier, C. ATV, ja. Reparier meinen Reifen. Danke, Lucky. Lucky, nicht die Taste drücken. Welche Taste? Lucky, die vom Maschinenraum. Die Maschinenraum-Taste. Maschinenraum! Hier, die? Meinst du die? Maschinenraum! Und der will dich verarschen. Yeah, Lucky im Maschinenraum. Ja, guck mal, Tobi. So Mann, Alter, das ist echt gut so jetzt. Ja, so, durchgespielt. Okay, so, durchgespielt. So, meine Freunde, wir machen uns auf den Weg nach Berenzino. Ne? War nett, euch getroffen zu haben. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ne? Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Macht's gut. Ihr wollt wieder gehen. Auf Wiedersehen, schwarze Frau. Hör mal. Oh, Lucky, ne? Hör mal. Hör auf damit! Rechtack! Das hört sich echt grässlich an, oder? Hab ihm gleich einen Haken gegeben. Ich wollte gerade sagen, hast du den gerade gehauen? Hey, ja. What the fuck, ey? Das zieht er ja so gut wie gar nichts ab. Glaube ich. Oder? Was denn, wollen wir Peter tot prügeln? Ja, komm, lass mal Peter einhauen. Au! Hab ich dich gehauen, Tobi? Ja! Nein, du hast mich auch gehauen. Fuck, double hit, ey. Oh Gott. Ja, die war schon aufstehen. Peter, zieh schon die Waffe, ey. Oh, sagt. Peter, ey, ohne Scheiß. Spielverderber, wirklich, ey. Gott, ey, bleib bloß stehen da hinten. Hab genau gesehen, wie du die Jungs erschießen wolltest, Peter. War schon ganz heiß. Ich war auch tatsächlich heiß, die zu erschießen. Ich find's auch... Wow! Alter! Das war ich nicht. Wie das Bild plötzlich andersfarbig wird. Ich sehe ganz genau, wie du dich anstrengst. Geh weg! Was heißt hier, wie ich mich anstrenge? Wow, Peter! Misch dich hier nicht ein! Wenn auf Tobi einprügeln! Ja, will ich ja auch! Oh, jetzt habe ich Peter getroffen. Okay, wollen wir aufhören, uns gegenseitig umzubringen? Ja, wahrscheinlich wäre es besser. Ich bin zum Glück noch healthy, ey. Am Anfang mochte ich den Regen, mittlerweile mag ich ihn nicht mehr. Momentan ja, selber, das meinte ich nämlich vorhin auch. Bei mir ist er nicht mehr. Oh. Bei dem ist das der echt nicht Kleinzeit? Ist der Regen echt Kleinzeit? Ja. Oh, okay.
Ach man. Am Anfang haben alle mal rumgeheult. Oh, nur schönes Wetter. Jetzt regnet's. Wir beschweren aber uns. Die Screenshots sahen auch so geil aus mit dem Regen. Und das erste Mal, wo der Regen kam, dachte ich auch, boah, fuck, das ist echt awesome. Ein paar Minuten, ja. Ich habe auch teilweise kurz darüber nachgedacht, den Server, den wir uns geholt haben, First Person Only zu machen, weil es halt so unfassbar atmosphärisch ist. Aber da erschreckst du dich echt auch noch vor Zombies. Also für Videos aufnehmen ist das echt Premium. Aber teuer ist das Premium so? Es ist nicht das gleiche Spiel. Also es ist wirklich ein komplett anderes Spiel. Ja, First Person, ne? Ja. Ja, absolut. Deswegen haben wir damals immer, also Daniel und ich, wir waren ja mal auf der Suche nach First Person Servern. Mhm. Auf gute, gut administrierte. Dann war Tobi circa 3 Monate verschollen und dann bin ich mit Dave auf First Person Server gewesen. Nein. Die Scheiße, Alter. Das war sowieso ein ganz guter Ersatz, möchte ich nochmal ganz kurz sagen. Finde ich eigentlich auch. So, ich finde, wir haben heute auch genug erlebt. Ich stelle mich jetzt in die Tanne hier. Ja, worauf ich hinaus möchte ist, ne, ich habe nur halt Angst, dass wenn ich First Person die ganze Zeit aufnehme, so geil das auch ist, ne, dass manche Leute halt auf Kopfschmerzen bekommen, wenn die Videos davon angucken. Ja, habe ich jetzt auch schon ich habe jetzt ein paar Mal mit First Person probiert, ein paar haben echt geschrieben, ist halt sehr unübersichtlich und so weiter und so fort. Stimmt ja auch. Mhm. Für die Pros ist es nichts, es ist mehr so für die Leute, die 380 Folgen nicht geguckt haben, die ich vorher der Sie gemacht habe. Ja. Und damit halt was anderes kennenlernen. Der Mikey, der hatte, also bei uns einer aus dem Team, der hatte gesagt, ja, hier, voll doof und so, wenn du Streams und First Person spielst, dann kriege ich immer Kopfweh, deswegen gucke ich mir die Streams nicht an. Und dann dachte ich mir so, hm. Und dann hatte ich mal so im Stream nachgefragt und es haben echt viele Leute bemängelt so und meinten dann so, ja, wir würden das auch nicht so gut finden. Und deswegen habe ich das dann irgendwann sein gelassen quasi oder versucht das zu vermeiden zumindest, das immer zu machen. Ja, das kann man durchaus mal für YouTube mal 1-2 Folgen machen, so First Person Only. Denk mal, das wird schon ganz gut gehen. Gerade aber in hektischen Situationen, wenn du so die Kamera schnell schwenkst, weißt du, da krieg ich auch immer echt ein zu viel, ey, ernsthaft. Vor allem bei Bewegungsunschärfe ist dann noch geiler. Ja, oh Gott, hör auf. Mit Headbob. Nee, nochmal. Nee. Peter, mach doch mal mit. Ja, Peter. Nein, fick dich. Mach doch mal. Sieht sich hier völlig aus, ey. Ja, Spalter. Warum wolltest du integriert werden in ein Team? Warum bist du eigentlich der Letzte, Tobi? Ja, wie immer. Ja, ja, ohne Spaß. Ja, oben auf dem Schiff. Habe ich nicht gerade gesagt, ich habe Angst. Und ich habe nicht die... Ach Gott. Wie viele Meter sind das? Schießt der auf uns? Wo ist denn der da gerade? Nur, wenn ich es mal so... Ach, ja. Geht der einfach ganz dumm. Dann geht's wieder runter. Mal ein paar Warnschüsse abgeben und hingehen. Hey, Friendly. Oder wollen wir einfach hinlaufen, wie vorhin? Ja, wir mal laufen... Ja. Komm, laufen einfach so in die Arme. Ich lauf durch die Tannen. Ja, also wir können den ja auch in die Arme laufen, auch wenn wir durch die Tannen laufen, ne? Mein Freund, der ist jetzt eh schon oben gewesen, der wird jetzt nicht mehr nochmal sich öffentlich groß zeigen, wahrscheinlich. Oh, wir können den so auflauern, wenn er rausgeht. Und dann schreiben wir den an, dass er auf dem Boden ist. Ja, Überfall. Genau, oh, wir überfallen den. Perfekt. Wann dürfen wir denn erschießen, ne? War doch so, oder? Ja, aber nur im Knie. Nee, aber nicht, so, genau. Aber nicht, wenn das Server-Admin sind, weißt du? Aber Zero schon mal auf 300 Meter, dann könnt ihr, wenn ihr Knie schießt, in den Kopf schießen. Oder 800 Meter. 50 gesiert. Scheiße, war auch gerade auf 100. Wenn du auf 800 Meter Zero ist, müssen wir DMR machen, denk dran, dann triffst du besser. Ja, hab ich mal ein Video gesehen bei YouTube. Ja, ich auch. War aber so ein bisschen derpy, der Typ. Liest so lustige Musik nebenbei. So, raus jetzt aus dem Team, hab gehört. War in so einem Team drin. Also ich nicht, eigentlich, aber... Ah ja, aber der wurde ja auch, wie ich heute mitbekommen habe, von unserem Teamspeak gebannt. Also ja. Ich habe keine Ahnung, von wem wir reden. Von Dave reden wir natürlich. Achso. Nee, Dave hatte mal so eine grandiose 800 Meter Zero-Aktion gemacht und deswegen. Ja. Der Typ war auf 600 Meter und Dave Zero auf 800 hoch. Der ist übrigens im Boot auch unbewaffnet gewesen. Also einfach warten, würde ich sagen, bis er rauskommt. Okay. Dann stellen wir uns hier hinter die Container. Ja, genau, ich stell mich hier oben irgendwo hin in die Büsche. Ah, ich sehe ihn jetzt auch wieder. Der hat keine Waffe im Anschlag. Der geht jetzt runter. Der geht jetzt runter, in diesem Moment. Gut gesehen. Der war an der Tobi-Erinnerungsstelle übrigens, wo er fast weggerutscht wäre. Ich bin da ja auch. Und wo Peter auch weggerutscht ist, ja. Oh Gott, Peter, ey. Bei Videos gucken, die ich mache mit Daniel, so, weißt du? Oder umgekehrt, die Daniel und ich machen. Er geht in die andere Seite vom Schiff. Oh Gott. Okay, wir müssen ein bisschen länger warten. Vielleicht hätten wir ihn aufhalten sollen, als er die Schiffsseite gewechselt hat. Verdammt, ey. Vielleicht lootet er gerade interessante Sachen für uns, die wir nun abnehmen können. Wie beispielsweise ein Pullover oder
Was spawnt? Wobei, nee, auf der Waffenspawn-Seite war er schon, ne? Die Waffen spawnen nur in der Kapitänskajüte, ne? Ja, weißt du mehr als ich. Auf der Brücke. Denk dran, Peter ist jetzt Pro, hat einen eigenen Server. Ja, stimmt. Den er restartet, um Loot zu bekommen. Ja. Manchmal. Ja. Ich sehe den Mann nicht. Das ist einfach Fujigato. Vielleicht ist das so ein Server-Boothopper. Die stolze schwarze Frau, kann die nicht mal in die Ecke da vom Schiff gehen und mal so mit Third Person drüber loopen? Hab ich ja vorhin schon so an der Wand. Da kam er auch nicht runter, da sind wir die Leitern. Oh, wir sind fürchterlich schlechte Banditen. Du überfallen wir jetzt Peter aus Frust. Peter, Waffen fallen lassen. Was? Ja, mal reingehen da oder was? Komm, wir sind drei. Ja, komm, wir gehen da rein. Geht ihr mal kurz vor, ich guck mal, ob auf euch geschossen wird. Alles klar. Peter, geh mal vor, wir gucken, ob auf dich geschossen wird. Okay. Dass wir die langsamste Leiter der Welt nehmen. Ich komm auch mal. So einsam hier auf meinem Berg. Wer denn? Der ist bestimmt ausgelockt, der Alte. Der hat sich ausgelockt, ja. Ja, ist schon ein großer Schiff, ne? Eben. Liegt aber auch viel Loot auf dem Schiff, muss ich sagen. Stolzes Schiff. Auf mich achselt er mich jetzt nicht einfach, wenn ich rumlaufe oder so. Die schwarze Frau mit dem roten Rucksack war Tobi, ne? Mhm. Ja. Die hat blaue Klamotten angehabt, als ich das letzte Mal gesehen habe. Und einen Motorradhelm. Dann macht er es echt weg, oder? Wow, ey, ohne Scheiß. Wir hätten so viel. Ach Gott, ey. Ach Gottchen. Ah, das hat sich wahrscheinlich wirklich ausgelockt. Oder geht jetzt erstmal einen Kaffee trinken, wartet bis seine Sekunde abgelaufen sind, geht zum anderen Schiff, weißt du? Um einen anderen Server. Eventuell. Ja, eventuell. Ah, das bin ich. Oh, nee, what the fuck, ich hab's gerade gepackt. Warum hast du. Ich bin gerade runtergefallen, deswegen habe ich hier. Ist tot? Nee, Gott sei Dank nicht. Oh, hi. Wow, wir sind fürchterlich Maldiven, merkst du? Alter. Oh, hier oben ist eine Kurbel. Ui, Kurbel. Oh, hier für ein Acker. Noch ein Acker. Oder so. Ja. Wow, was ein Reinfall. Unglaublich einfach nur. Beeindruckt. Du bist ernsthaft runtergefallen, Peter? Ich dachte ehrlich gesagt nicht, dass man das überleben kann. Ich bin nur vom ersten Stock quasi in den Laderaum gefallen. Well done. Ja, ich dachte jetzt ehrlich gesagt auch, das wäre kein gutes Ende für meinen tollen Charakter gewesen. Das hätte er echt nicht verdient. Daniel, ne? Ja. Ja? Maybe? Ja, gut. Wie doof, dass er sich jetzt hier ausgelockt hat. Das ist echt stickig. Ja, das ist echt doof. Vielleicht hat er mich ja gesehen. Ich hatte ihn ja auch noch kurzzeitig, glaube ich, gesehen. Zumindest dachte ich das. Bart! So ein doof, Mann. Wer kommt denn da von euch gerade die Treppe? Ach, das ist Daniel. Ich komme die Treppe runter, ja. Ich bin der Mann mit dem Hut und mit den Gasmasken. Oh, guck mal hier, liegt irgendwas. Bart! Hi, Peter. Ja, nicht looten. Oh, jetzt ist es weg. Nee. Ach egal, scheiß drauf. Das ist ein roter Rucksack mit einem Marienkäfer drauf. Oh, jetzt was denn? Lol, Daniel, der Typ ist hier runtergefallen. Wie jetzt? Komm mal. Ich wundere mich, warum ich den nicht looten kann. Der ist tot. Wo ist denn das? Warte mal, vielleicht lebt der noch. Warte. Oh Gott, ich bin auch runtergefallen. Oh Gott. Ich bin noch nicht tot. Bin einfach nur durch. Ich hole euch ab, warte. Lol, der ist voll im Gefängnis hier, ey.
Ja, ich komme hoch und versuche mich zu orientieren und sage euch sofort, wo ich bin. Ist der denn? Ah, da bist du ja. Hi. Da unten ist der oder was? Ja, ja. Da, wo der Rucksack liegt. Das ist der Typ. Da bin ich doch gerade auch runtergefallen. Nee, das ist ganz unten, PD. Ach so. Nein, yo, das. PD. Hey, hallo! Wir sind hier, um dich zu retten. Kannst du uns hören? Hallo? Antworte! Hallo! Das ist tatsächlich der Typ hier. Wow. Wie geil ist das denn? Beste Batterienaktion. Oh, der ist tot, der ist tot, der ist auf jeden Fall tot. Scheiße. Wir wollen Typen ausrauben und er stürzt den Tod hier im Scheiß. Oh. Das muss man sich mal vorstellen. Ich hoffe, der sieht das Video oder so. Ganz ehrlich, das wäre so hilarious. Und ich so, hä, wieso kann ich den Rucksack nicht looten? Näher ran und auf einmal siehst du blaue Hemd und so, hä, warte mal, das ist doch ein Typ, oder? Oh, ich kann den tatsächlich looten. Aber bei ihm sind alle Sachen ruined, oh Gott. Ja, der ist fester gefallen als du. Man kann auch den Buddy heilen. Der ist auf jeden Fall tot. Wow. Ich versink hier drin im Schiff. Der ist mit dem Schiff nicht mit dem Boden. Lass mal raus im Gefängnis hier, das ist echt gefährlich. Oh, das finde ich lustig. Das ist auf jeden Fall mal gut, ey. Meine Güte.